Im gesamten Kreis Viersen und auch in Krefeld konnten Bürger am heutigen Tag Spenden aller Art für hilfsbedürftige Menschen in Rumänien abgeben. Jedes Gerätehaus im Kreis Viersen, jedes Gerätehaus in der Stadt Krefeld und jedes Gerätehaus im Kreis Krefeld. Okay. Und was kommt da so zusammen? Was spenden die Leute? In der Regel ist es so, wir haben ja einen Aufruf gestartet, in dem Lebensmittel gespendet werden sollen, die ein Haltbarkeitsdatum haben bis zum Mai 2020. Mhm. Grundnahrungsmittel, Mehl, Zucker und sonstige Lebensmittel in Büchsenform. Es kann natürlich auch Kleidung gespendet werden, Spielsachen und sonstige Sachen. Alles kann Schuhe, gebrauchte, gut gehaltene Schuhe. Und die werden dann am Ende diesen Monats schon, ein Transport geht dann los nach Rumänien. Der zweite dann in der zweiten Woche im Dezember. Seit über zwei Jahrzehnten wird die Rumänienhilfe Forst einmal im Jahr durchgeführt. Das Besondere dabei ist, dass die Hilfe von den Helfern direkt vor Ort an die Institutionen verteilt wird. Ich war persönlich selber schon mal da, habe viele, viele Eindrücke da erfahren können und ich habe da auch ein Beispiel. Wir haben seinerzeit, in Anfang der 90er Jahre war ich schon mal da, haben wir Büchsen von Erbsenwippen und riesige Großküchenbüchsen. Mhm. Und wir haben ein Kinderheim angefahren, wo die Eltern ihre Kinder abgeben, damit diese auch Nahrungsmittel bekommen und auch überleben. Okay. Und der Betreuer da, der hatte gesagt, dass er im Garten Erbsen gepflanzt hat, so wie wir die kennen. Und wir kommen, und der hatte eine Handvoll als Saat heraus, so als Ergebnis. Und wir kommen mit tonnenweise von Erbsen an. Das konnte der nicht verstehen. Hier in St. Tönes unterstützt auch die Jugendfeuerwehr diese Hilfsaktion. Bis zum Mittag konnten die Bürger ihre Spenden abgeben. Am Nachmittag dann wurden diese an einem Standort der Rumänienhilfe in Tönesforst zusammengetragen. Wir in der Bevölkerung ist die Resonanz sehr gut. Es werden in der Regel zwischen 25 und 30 Tonnen an Lebensmitteln oder an sonstigen Gütern gesammelt. Es gibt auch Geldspenden. Also die Resonanz ist nach wie vor gut. Läuft ganz gut, muss man sagen.